Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch und freue mich, dass du einschaltest zu einem weiteren Lotus-Video hier. Schön, dass du wieder da bist. Und ja, was soll ich sagen? Lotus, Lotus, Lotus. Ah. Ich habe mir lange überlegt, ob ich dieses Video mache. Wirklich sehr lange überlegt. Ich habe das Ganze mit dem Team abgesprochen und ja, man hat mir das so ein bisschen abgeraten, dass wir uns aus diesen ganzen Thematiken eventuell so ein bisschen raushalten sollen. Und ja, es ist gekommen, so wie es kommen musste. 2 Jahre Lotus. Und ja, was soll ich sagen? Was hat Lotus gemacht? Nix. Ja, eiskalt nix. Man kann es jetzt hier wirklich nicht anders sagen. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, dieses Video, das wird jetzt auf jeden Fall den einen oder anderen weniger gefallen und der ein oder andere wird sich wahrscheinlich jetzt so ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen. Andere wiederum, die werden das jetzt mir beipflichten und werden dem Ganzen zustimmen, was ich jetzt hier so ein bisschen zu sagen habe. Das Ganze ist jetzt, ich sag mal, so ein kleines Meinungsvideo, wo wir uns jetzt mal so ein bisschen jetzt uns die Sonnenburg V2-Karte von Marc angucken, die er übrigens ja super toll gebaut hat, damals ja super Performance-Probleme hatte, jetzt aber mittlerweile scheinbar gefangen hat, denn die Performance, die ist tatsächlich besser geworden hier auf der Karte Sonnenburg. Deswegen wollen wir jetzt hier eine kleine Runde drehen mit dem GT8 SU aus Düsseldorf, eines der schönsten Fahrzeuge, die es in Lotus gibt, und werden uns ein bisschen über den Lotus-Simulator und dem absoluten Chaos unterhalten, was aktuell Sache ist. Und ich nicht weiß, wie ich persönlich das Ganze jetzt einschätzen und wie ich das Ganze jetzt finden soll. Ich bin ja nun mal, ihr wisst, und ich glaube, das muss ich auch gar nicht so groß erzählen, kein Hater gegen Lotus. Und das wisst ihr. Ihr habt alle, wahrscheinlich alle meine Videos geguckt und ihr werdet wahrscheinlich auch die nächsten Videos gucken und da werdet ihr halt mitbekommen, dass ich kein Lotus-Hater bin, sondern ich bin ein Befürworter von Lotus. Aber auch ich, ja, habe natürlich immer so, verfolge das Ganze natürlich seit Anfang an mit dem Lotus-Simulator und ich bin schon so alt, dass ich sagen kann, ich habe schon viele Konsolengenerationen miterlebt, ich habe schon viele Spieleentwicklungen mitbekommen und Early Access und hast du es nicht gesehen, all drum und dran, ja. Aber das, was Lotus hier macht, das ist mir bis jetzt noch nie irgendwie ansatzweise untergekommen, ja, dass ich irgendwie das Ganze mit irgendeinem anderen Spiel vergleichen könnte. Und das ist nämlich der große Knackpunkt, wo ich dann wirklich sage so, da läuft einiges schief bei Orelos Software GmbH. Und ich weiß allerdings nicht, woran das Ganze liegt. Wir gehen das Ganze mal einfach mal durch, ja, so wie ich das Ganze jetzt hier so ein bisschen empfinde. Ja. Bitte bleibt sachlich, es geht hier nur um meine persönliche Meinung, ja. Die Leute, die jetzt sich mein Team nennen, ja, die haben mit diesem Video jetzt an sich jetzt nichts zu tun. Das geht jetzt wirklich nur jetzt rein um mich persönlich, ja, so wie ich das Ganze jetzt neuerdings empfinde, ja, wie das Ganze mit dem Lotus-Simulator halt so läuft. Das Video könnte auch vielleicht ein bisschen länger werden, also ja, möchte ich nur schon mal anmerken, dass ihr vielleicht ein bisschen Zeit mitbringt. Genau. Knackpunkt war, wie gesagt, vorgestern 2-jähriges Jubiläum und Lotus hatte einfach nichts, nichts vorbereitet. Jetzt kommt wieder natürlich dieses ganze Drumherum und ja, die Lotus-Community und hier und so da, ja, was hätte man machen können? Viel. Man hätte viel machen können. Tatsächlich ist es so, dass Lotus jetzt 2 Jahre geworden ist und das ist auch eine relativ coole Zeit. Ja, 2 Jahre gibt es jetzt den Lotus-Simulator schon und eigentlich ein Grund zum Feiern. Muss ich persönlich sagen, denn der Lotus-Simulator entwickelt sich und man sieht von der ersten Folge, die wir aufgenommen haben, bis zur jetzigen Folge sehen wir hier schon einen Unterschied. Ja, und das macht halt Spaß, sowas zu sehen, ja, wie sich sowas halt entwickelt halt. Und das ist ja die Tatsache einer Early Access. Wir fangen mal ganz von Anfang an. Die Sache einer Early Access, ja, der Name ist natürlich für vielen vielleicht ein Fremdwort, für den einen oder anderen aber vielleicht doch schon relativ ein gängiger Begriff. Aus der Szene, wo ich halt komme, aus der Zockerszene, gibt es natürlich schon zahlreiche Spiele, ja, die heutzutage mit einer Early Access anfangen. Eine Early Access ist natürlich eine Phase, ja, wo man den Entwickler von Anfang an schon unterstützen kann, so ein bisschen abgewandelte Form von einem Kickstarter-Projekt. Kickstarter war
ist ein Projekt, wo man das Projekt schon vorab finanziert, damit der Entwickler sich ransetzen kann und dieses eventuell umsetzen kann als Spiel. Ja, also da bezahlt man im Voraus Geld, bekommt gar nichts, ja, und dann wird das Spiel so halt irgendwann entwickelt. Und soweit, so gut, ja, das funktioniert auch, ist heutzutage super beliebt, Kickstarter-Projekte hier aufzubauen. So, genau, dann wurde daraus irgendwann Early Access. DayZ war einer der ersten Projekte gewesen, die mit Early Access angefangen haben und erfolgreich auch beendet haben, nach 4 Jahren oder irgendwie sowas. Da gibt es auch eine Richtlinie, wie lange ein Spiel in der Early Access sein darf, aber so wirklich was dazu finden tust du jetzt auch nichts. Macht jetzt auch, spielt keine große Rolle. Auf jeden Fall ist es halt so geregelt, dass man bei einer Early Access das Ganze halt so ein bisschen unterstützt halt, den Entwickler, dass der Entwickler das Projekt weiterführen kann. Man setzt einen niedrigen Preis erstmal an, ja, weil das Spiel ist an sich ja noch nicht wirklich weit. Es bietet halt auch noch nicht so die ganze Palette, die es halt irgendwann mal bieten soll. Und dementsprechend, je weiter das Spiel kommt, desto mehr kann man für dieses Spiel verlangen halt. Das hat Vuep verstanden mit Tram München und das hat auch Düsseldorf verstanden. Ja, mit Tram Düsseldorf halt. Die beiden haben es verstanden, ja, wie man das Ganze ansetzt. Irgendwann wird Düsseldorf 50 Euro kosten. Jetzt zum Early Access Start hier in der ersten Phase kostet es irgendwie 35 Euro oder 40. Ich weiß es jetzt nicht mehr so hundertprozentig. Wo ich persönlich sagen muss, absolut gerechtfertigt. Also ich muss auch wirklich sagen, würde es Düsseldorf nicht geben für Lotus, wäre Lotus bei mir schon längst von der Festplatte geflogen. Eines der wohl geilsten DLCs, die es für den Lotus-Simulator gibt, schon alleine wie viel Liebe in den ganzen Fahrzeugen drin steckt, ja, diese ganze Soundkulisse von den Fahrzeugen, diese Vielfalt an Fahrzeugen, die du dabei hast. Die Strecke ist für mich eher nebensächlich, aber schon alleine die ganzen Fahrzeuge, die mitgeliefert sind, rechtfertigt komplett den Preis hat. Ja, das, wenn Düsseldorf Standalone wäre, absolut Kaufempfehlung, ja, wirklich. Gehen wir weiter, genau. Also wie gesagt, die beiden haben es verstanden, ja, Lotus schlägt gleich volle Buche 40 Euro zu. Und das hat natürlich schon anfangs ein bisschen für Kritik gesorgt. Ja, das war jetzt natürlich nicht der perfekte Start, den man sich wohl wünschen kann. Allerdings muss man dazu sagen, ja, Lotus stand halt alleine da, hatte keinen, gegen den er konkurrieren musste oder war ein komplettes Alleinstellungsmerkmal. Und genau. Das ist eigentlich eine relativ coole Sache, weil, wie gesagt, ein Straßenbahn-Simulator wisst ihr wahrscheinlich genauso wie wir, also wie ich jetzt, gab's nicht. Ja? Du konntest mal Straßenbahn fahren in den Train-Simulator oder vielleicht gab's mal irgendeine Mod für den Train-Simulator von Dovetail Games oder irgendwie sowas, aber so eine richtige eigenständige Straßenbahn-Simulator gab's nicht. Und wir denken uns jetzt mal hier diesen Stadtbahn-Simulator weg, ja, der irgendwann mal erschienen ist von irgendeiner Billigsoftware. Und genau, er kam, er sah hübsch aus und alle waren total gehypt. Genauso meine Wenigkeit. Ja? Der GT6N, der sah wirklich astrein aus. So wirklich, wirklich dufte Fahrzeuge, ja? Wenn du halt mit dem schon ein paar Mal mitgefahren bist halt, und auch vorne schon mal mit drin gesessen hast und alles was, dann siehst du, dass das Lotus Ahnung von ihrem System haben. Ja? Sie wissen ganz genau, was sie wollen. Und das soll jetzt auch kein Video werden, wie ich jetzt hier Vuep mit Lotus vergleiche. Also wenn er jetzt sowas zum Beispiel erwartet, dann seid ihr hier auch falsch an der Stelle. Denn ich bin einer, der sagt, Lotus Simulator und der Tramsim, das sind beides komplett unterschiedliche Simulatoren. Sie werden auch in Zukunft nichts miteinander gemeinsam zu tun haben. Ja? Jeder hat seine Stärken und jeder hat seine Schwächen. Aber es ist halt so, dass ich glaube, dass die beiden Simulatoren einfach nebeneinander existieren werden halt. Ja? Beide Simulatoren werden wahrscheinlich nicht mehr wegzudenken sein. Irgendwann sind das die beiden Simulatoren, ja, wo man sich entscheiden kann. Wie es heute aktuell mit Omsi und dem Fernbus-Simulator oder Tourist-Bus-Simulator oder später auch Sebastian sein wird. Du wirst diese Simulatoren nicht mehr wegdenken können und der eine mag halt das und der andere mag halt das. Ja? Und kann ich persönlich dann immer nicht nachvollziehen, warum man denn immer hier so, ich sag mal in Anführungsstrichen, ja rumjammert und rumheult, dass ja und hier und so. Das sind zwei Simulatoren. Jeder, wie gesagt, hat seine eigenen Vor- und seine Nachteile.
Und das finde ich auch, das ist ganz gut so. Man muss auch immer dazu sagen, Konkurrenz, ja, belebt das Geschäft. Das ist halt auch nochmal de facto. Ja. Man guckt sich vielleicht auch ein bisschen was von dem anderen ab. Ja. Vielleicht macht der eine was, was der andere zum Beispiel nicht macht und sieht das Ganze denn und dann denkt er sich so, oh, das hätte ich ja auch gerne drinne. Ja, dann kann man das Ganze dann halt dementsprechend der nachrüsten. Also spielt jetzt keine Rolle, ob es jetzt von Dramsim auf Lotus ist oder von Lotus auf Dramsim zum Beispiel. Ja. Auf jeden Fall sehe ich halt auch jetzt immer noch, und da bin ich ganz ehrlich zu euch, in Lotus immer noch eine Zukunft. Ja, das ist halt de facto. Wenn nicht heute, dann auch nicht morgen. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Aber was Rom auf jeden Fall gemacht hat, sie haben alle Jahre seit der Erbauung haben sie gefeiert. Einen Feiertag eingerichtet für Rom, ja, dass das Ganze erbaut wurde. Und das ist halt praktisch mit jedem Spiel. Jedes Spiel, was zum Beispiel existiert, ja, was ein Jahr mal kommt, hat ein Update bekommen. Das macht man. Ja, das ist so ein Ding, wo ich persönlich sage, da zeigt man einfach der Community, hallo, wir sind noch da und wir machen immer noch was für euch. Ja, und abseits davon einfach mal so einen kleinen Gimmick. Lotus hat zu Weihnachten, vergangenes Weihnachten, schon nichts gemacht. Ja. Da kamen sie halt mit ihrem Streets of Lotus, ja, was sie auch nur ganz kurz vorher dann angekündigt haben und gesagt haben, ja, vielleicht könntet ihr, wenn ihr möchtet, können wir Streets of Lotus veröffentlichen, wenn ihr das möchtet. So hätte die Masse nicht ja gebrüllt, dann wäre Lotus einfach mal leer ausgegangen. Ja, dann wäre das Weihnachten rund um Lotus wäre total tote Hose gewesen. Man hat sich ja davor in dem Jahr, ja, also noch im ersten Jahr Lotus, hat man sich ja irgendwie noch die Mühe gemacht, man hat sich da ein paar Jungs gesucht, die dann da halt ein bisschen so was zu Weihnachten veröffentlicht haben. Ja, sei es die Straßenbahn, die, glaube ich, zufällig wirklich dann auch released wurde, aber hier zum Beispiel die ganzen Weihnachtsdekorationen oder sowas, ja, so eine kleine Gimmicks halt, ja, das reicht doch schon, um einfach zu zeigen, so, hallo Leute, ja, wir sind da, wir machen und tun, ja, wir freuen uns natürlich, dass ihr da seid. Ich komme mir mittlerweile so vor, dass ich Lotus Rechenschaft ablegen muss mittlerweile. Wir haben unser 2-Jahres-Abo-Special-Video gemacht und ich habe gleich natürlich angefragt, wie sieht's aus? Möchte sich der Entwickler gerne mal mit uns unterhalten, um einfach mal so ein bisschen hinter der Kulisse mal zu schauen, wie es halt ausschaut, ja, ob alles so funktioniert, wie es ist oder irgendwo ein paar Probleme gab oder irgendwie sowas, ne? Hat man ja gleich komplett verneint. Ich weiß nicht, was man so von uns denkt, dass man uns wahrscheinlich so als absolute Tiere hier wahrscheinlich hinstellt, ja, die nur Fragen haben, um Lotus einfach zu vernichten. Und jeder weiß aber mittlerweile, dass ich von Anfang an, seit der ersten Stunde, seitdem es Lotus existiert, ja, ein Lotus-Fanboy war. Liegt auf war jetzt, ja. Das hat sich jetzt mit der Zeit natürlich ein bisschen verändert, denn man wird ja auch mal reifer, ne, und man erlebt es ja alles halt so mit, wie das Ganze ja so ringsrum halt um Lotus passiert. Und ja, da muss man wohl denken, dass wir jetzt Lotus hier im Grund und Boden vernichten wollen, weil wir wahrscheinlich ein Interview mit VueApp hätten oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Mir geht's doch genauso drum, wie es euch allen da draußen geht, ihr dafür Geld bezahlt habt, gerne mal zu wissen, was ist denn jetzt so Fakto, ja? Was ist denn jetzt, wie könnte man euch zum Beispiel auch mal helfen, unterstützen oder sonst irgendwie was halt, ja? Ich meine, Lotus hat es immer noch nicht geschafft, mal irgendwie auf der Steam-Seite mal so einen Trailer anzubieten oder sowas. Der YouTube-Kanal, den sie da haben, da veröffentlichen sie Videos, die halt nur für bestimmte Nutzer übrig sind, ja? Also die einen bestimmten Link dazu erhalten. Sonst ist auf die ihre YouTube-Seite einfach nichts, ja? Auch die Außenkommunikation zwischen Lotus und weiß ich wen, ja, absolut Funkstille, ja. Du fragst an, es wird komplett einfach gleich verneint halt, ja. Muss ich mir dazu sagen, um vielleicht hier Marcel und Janine ein bisschen in Schutz zu nehmen, es war halt nicht die beiden direkt, die abgelehnt haben, ne? Es war schon eine Stufe davor, die halt schon direkt abgelehnt hat. Möchte ja auch keine Namen nennen oder sowas, ne, um einfach ein bisschen die Privatsphäre und immer so ein bisschen zu schützen. Deswegen, ja, also wundert euch nicht, warum ich jetzt hier mal so ein bisschen um die Namen immer so rumspreche. Genau. Wurde, wie gesagt, also komplett verneint. Ich meine, ich finde es ja toll, dass sich Lotus, ja, also Marcel und Janine speziell, sich die Mühe macht, ja, dass sie ja ihren
ihre Website haben, dass sie einen Discord-Server haben und so, ja. Dass sie mit den Leuten halt hier auch mal so einen Spieleabend machen, so rund um, mit, wie heißen die beiden Spiele? United Nations und der Berlin Traffic. Finde ich eine coole Sache. Ja, also, da zeigt man halt, dass man auch ein bisschen menschlich ist, ja. Nicht nur eine Maschine, sondern dass man auch mal ein bisschen Spaß hat, einfach mal ein bisschen abzuschalten. Ist vollkommen legitim, ja, also da bin ich voll dafür, man muss abschalten, du kannst nicht 24/7 kannst du arbeiten, das geht halt nicht, ja. Da verstehe ich aber nicht, da treffen die sich ja auch in so einem Teamspeak-Chat und hast da es nicht gesehen, wo sich denn andere Leute mit den beiden unter... Warum sind sie auf diesem Punkt, einfach zu sagen so, mit den Medien, in Anführungsstrichen, rede ich nicht. Ich meine, sie haben sich nicht mal groß die Mühe gemacht, irgendwie mal irgendwas zur Gamescom irgendwie was zu präsentieren. Um einfach mal den Namen Lotus zu zeigen, so, hallo, uns gibt's auch noch, ja, und ja, wir wollen auch mal ein bisschen wieder was präsentieren hiervon und hast nicht gesehen. Ja, nichts, gar nichts ist da passiert. Einfach mal zu zeigen, so ein paar Bilder oder sowas, oder was ich, die müssen ja nicht mit uns reden. Wären sie zu Nordrhein-TV-Play gegangen oder zu weiß ich wen, ne? Hätten sie ja alles machen können. Ne? Wäre ich auch nicht sauer, na klar, also ein bisschen enttäuscht wäre ich gewesen, aber sauer nicht jetzt, ja, dass ich dann zum Beispiel sage, so schade, das haben sie nicht mit mir gemacht, aber so ist es halt, ne? Und man hat sich ja einfach gar keine Mühe gemacht, ja? So, jetzt haben wir natürlich so ein bisschen getüftelt, 2 Jahre Lotus, ja, was haben wir gemacht? Wir haben unser Video gemacht und ich habe extra dieses Video gemacht, um halt so ein bisschen ranzugehen, um einfach mal zu zeigen, so, wir wollen nichts Schlimmes, ja, dadurch, dass halt die Fronten gerade ziemlich verhärtet sind, rund um Tramsim und Lotus, was ich für absoluten Bullshit halte und die Leute, die das beide miteinander vergleichen, ja, leider von Entwicklung und von Spielen scheinbar keine Ahnung haben, wie das ganze Geschäft so läuft, ja, dann tut es mir leider leid, da kann man jetzt diskutieren, wie man möchte, ja, aber es ist halt einfach so, dass das Ganze halt 2 komplett verschiedene Spiele sind. Die haben beide zwar das gleiche Genre, ja, sie kümmern sich beide um Straßenbahnen, ja. Der eine macht halt so, der andere macht halt so, ja. Schon alleine die großen Unterschiede halt, dass View-App halt in Wien spielt, ja, und Lotus hier halt in Berlin spielt. Ja, das sind ja schon mal 2 Punkte, die halt schon komplett verschieden sind. Ja, und wer weiß, was, wie gesagt, View-App in naher Zukunft bringt, ja, aber da muss man auch immer fairerweise sagen, wer weiß, was Lotus in naher Zukunft macht. Es war nichts gewesen, es kam wirklich nichts. Und dann kommt man hier mit so einer billigen Frage, ja, ob man denn eine halbe Karte releasen soll von der M1. Was ist denn das jetzt schon wieder? Warum soll man denn jetzt schon wieder eine halbe Karte releasen, ja? Ich meine, Gott sei Dank hat der Großteil in den Forum geschrieben, oh bitte, macht das nicht, ja. Der andere hat geschrieben, lasst euch so viel Zeit, wie ihr braucht, was ich komplett in Ordnung finde. Die sollen sich auch die Zeit nehmen, die sollen das gut machen. Gut, das braucht nur mal ein bisschen länger, das weiß sich halt jeder. Die sollen sich so viel Urlaub nehmen, wie sie brauchen, halt, ja, um einfach mal abzuschalten, ja, aber man muss halt auch zwischen den Punkten dann auch mal immer sagen, so langsam könnte es aber auch mal wieder weitergehen mit dem Lotus Simulator, ja, und halt so ein kleines Gimmick, wir hätten noch so ein kleines Update fertig machen können. Der Bus ist komplett unvollständig, ja, da ist seit Release ist da, glaube ich, nichts mehr passiert. Es kam noch die eine Kasse kam noch dazu, ja, die aber auch nicht von Lotus selbst kam, sondern von jemand gemoddet wurde halt, ja. Ich glaube, da gab es noch ein kleines Update, aber das war es dann gewesen. Der Bus ist weiterhin unfertig, seit Release des Streets of Lotus Busses. Der GT6N ist immer noch nicht fertig. Denn seine ganzen Computersysteme, die da noch drin sind, da funktioniert nichts von. Da hätte man zum Beispiel auch rangehen können und hätte man vielleicht da mal wieder so 1-2 Spielerlitze zum Beispiel einbauen können. Wie gesagt, die Karte Berlin M1, klar, jeder wartet drauf, aber was willst du mit einer halben Karte? Also es ist auch bullshittig. So, dann hätte man ja Diorama vielleicht noch ein bisschen erweitern können. Das ist so vielleicht zum Beispiel aus einem Omas Nachteil einfach so. So einfach sowas Kleines, sowas Winziges, dass sich der Lotus-Spieler dranhangeln kann und sagen, geil, ja, Lotus hält zu uns. Wie gesagt, nicht ohne Grund sage ich, dass ich das Gefühl habe, dass ich mich verpflichtet fühle, irgendwie das Lotus, was Lotus muss doch zu uns kommen und muss sagen, so pass auf, ihr habt uns unterstützt, ihr kriegt jetzt die ganzen Informationen.
Nein, das sieht Lotus wieder mal komplett anders. Ja, das ist schon von den Preisgestaltungen der Early Access bis hin zur Kommunikation, die einfach mal komplett fehlschlägt. Ja. Dann, weiß ich nicht, wird halt in dem Discord von Lotus, ja, sobald du da gefühlt irgendwie was sagst, was da nicht hingehört, ja, wenn jetzt zum Beispiel ein Fanboy von VueUp da jetzt hinkommt und sagt so, yay, geil, Tramsim ist geil, ja, und naja, Lotus muss ich noch ein bisschen hier, ne, versteh mal. Die Leute werden komplett weggebannt halt. Und da frage ich mich so, was ist mit der Community nicht in Ordnung? Schaffen die es nicht mehr Kritik irgendwie zu bekommen? Und darauf lege ich hier in diesem Video auch großen Wert. Falls ihr jetzt schon hier Riesentexte geschrieben habt, dann bearbeitet das Ganze jetzt nochmal. Denn ich dulde das nicht, dass, wie gesagt, man muss halt immer dazu sagen, es ist meine eigene Meinung, ne? Die bilde ich mir selbst, wie gesagt, das Thema hat nichts damit zu tun, ich habe das halt so aufgenommen und finde auch, dass ich hier versuche, halt so konstruktiv wie möglich zu bleiben, um halt keinen schlecht zu reden, ja, wie gesagt, ich lasse Namen raus, ja, aber wenn ich jetzt halt irgendwelche dummen Kommentare lese, die überhaupt keinen Zusammenhang haben, ja, oder die einfach nur beleidigend sind, Leute, da kenne ich nichts, das wird instant weggebannt. Weggebannt, wirklich. Weggelöscht und weggebannt. So dass ihr keine Möglichkeit mehr habt, hier zukünftig noch irgendwie was runterzuschreiben. Dann, weiß ich nicht, kenne ich nicht. Ich versuche, genauso wie jetzt normal denkende Menschen halt jetzt hier ganz normal jetzt die Kritik zu äußern, was gerade so gefühlt halt nicht stimmt rund um Lotus. Und ich hätte gerne eine Antwort drauf. Und wenn wir hier keine Antwort finden, ne, dann wäre es halt doch schön, einfach mal Lotus mal irgendwie ein bisschen wachzurütteln. Olo-Software. Oder vielleicht könnt ihr uns das auch erklären, wieso, weshalb, warum. Aber kommt mir jetzt nicht mit irgendwelchen Lügengeschichten. Ich war lange genug auf dem Discord gewesen und habe die Kommentare gelesen. Ja? Ich habe gelesen, wie die Leute da fertig gemacht wurden, wenn sie eine andere Meinung hatten, als wie zum Beispiel die anderen, die da drauf sind. Ja? Auf der Lotus Discord-Server zum Beispiel da, ja. Ich meine, das ist schon schlimm, dass da sogar der Mod oder der Admin vom Discord auch schon richtig dazu feuert, ja. Wo ich mich dann frage, warum stelle ich sowas ein? Ey, ein Admin, die Mods sind dazu da, um Streits zu schlichten. Das ist ein Grundprinzip, das steht an oberster Stelle. Und wenn dem aber irgendwas nicht passt, dann bannt er dich weg, ja. Dann ist für ihn das Thema gegessen, aber er hat den Streit halt nicht geschlichtet halt, ne? Und auch ist mir schon öfters mal aufgefallen, dass er dazu feuert halt noch, ne? Also er kommt dann halt dazu und sagt so, ah, genau so wird's, so ist es, und wenn das nicht passt, dann, ja, ja, Pech, Pustekuchen. Wenn das einer meiner Mods machen würde, ich würde den instant von meinem Server schmeißen, weil sowas geht nicht. Wir sind oh, jetzt steht Lotus. Mal gucken, vielleicht trafft er sich noch. Oder vielleicht auch nicht. Das wär's jetzt, Ich gehe davon aus, dass wir alles erwachsene Menschen sind und normal miteinander kommunizieren können. Und zwar gibt es den einen oder anderen Jüngeren, der das vielleicht, diese ganze Grundthematik vielleicht noch nicht so ganz versteht, ja, der halt wirklich in Sachen Grafik viel, viel Wert legt. Ja, ich meine, ihr wart auch mal eine jüngere Generation, und wenn ihr natürlich einen Simulator seht, der natürlich grafisch tausendmal besser aussieht, ja, dann wart ihr auch nicht da, nee, also das geht gar nicht, ja, das fandet ihr damals auch toll, ja, und genau so müsst ihr dann auch mal an die anderen rangehen, denn halt, ja, der eine mag es vielleicht ein bisschen mehr mit Grafik und der andere mag es halt ein bisschen mehr mit Realismus halt, ja, und dann gibt es auch noch die Menschen, die beide akzeptieren halt, ja, das ist halt immer noch so ein Unterschied, aber scheinbar scheint das mit beiden akzeptieren wohl doch minimalistischer zu sein, als wie ich ursprünglich mal gedacht hatte. Auf jeden Fall ist Lotus abgestürzt, auf jeden Fall, da passiert nichts mehr, aber spielt auch keine Rolle. Es ist halt wirklich extrem traurig, wie sich das Ganze hier entwickelt, und ich finde, dass das Ganze, wie das halt läuft mit der Community rund um Lotus, ja, diese ich sag mal, in Anführungsstrichen Fanboys, ja, die zum Beispiel dann so Kommentare schreiben wie die Unreal Engine ist ein Baukasten, da kannst du halt jedes Spiel mitmachen, von heute auf morgen mal eben schnell.
Ich glaube, so ein AAA-Titelentwickler würde den sich gerne mal schnappen und dann soll er da mal so ein Spiel auf die Beine stellen. Es ist natürlich ein Unterschied, ob du eine eigene Engine nimmst oder halt eine fertige Engine. Ja? Das hatte ich ja schon mal erzählt gehabt in einem Video. Es ist halt einfacher, eine eigene Engine umzubearbeiten, als wie eine bestehende Engine. Da kannst du nichts umbearbeiten. Sprich, du musst halt diese Engine, wo das Ganze basiert, musst du halt praktisch dein Spiel anpassen halt. Ja? Wenn zum Beispiel irgendeine Funktion nicht unterstützt wird, ja, dann kann derjenige das in der Engine nicht reinschreiben, ja? Sondern er muss halt sein Spiel praktisch ja, umbauen, ja? Umformen. Und wenn du halt eine eigene Engine schreibst, dann kannst du das halt einfach dazu ergänzen halt noch, ne? Das kannst du machen und dann unterstützt halt das Ganze diese Funktion. Deswegen ist eine eigene Engine schon besser, ne? Man muss aber auch dazu sagen, so eine Engine schreibt sich nicht von heute auf morgen, das dauert halt ebenfalls seine Zeit. Das ist halt keine Frage. Ich habe mich auch schon mit Programmierung und so weit auseinandergesetzt. Ich habe damals mit dem Icebreaker zusammen für eine Tierarztpraxis eine Software geschrieben, die auch heute immer noch im Einsatz ist. Und die funktioniert halt einfach. Aber das hat auch gefühlt seine Wochen und Monate gedauert hat, damit das Ganze halt fertig ist. Wir haben uns auch schon rangesetzt, da ein eigenes Spiel halt zu kreieren, was dann aber irgendwann im Sand verlief, denn weil halt wir gemerkt haben, dass das super zeitintensiv ist und wir beide arbeitstätig sind, ja. Ich zusätzlich jetzt noch Familie habe, wir das damals noch mit YouTube dann gerade frisch angefangen hatten und so weiter und so fort. Also da blieb einfach keine Zeit mehr dafür, um sich darum jetzt dann auch noch hinzusetzen. Aber ich weiß zumindest, wovon ich rede und ich weiß, wo Lotus da gerade jetzt ist, um das Ganze halt so ein bisschen, ich sag mal, zu verstehen halt, was da halt los ist. Und ich würde mir für Lotus, ja, nicht einfach wünschen, dass es jetzt morgen fertig ist, weil das wird's nicht, ja. Ich würde mir von Lotus halt oder von Orille Software einfach wünschen, dass sie viel mehr in die Kommunikation eintreten halt. Muss ja nicht mit YouTubern sein, aber sie können noch ihr Forum benutzen. Das offizielle Forum, nicht jeder hat Discord oder sowas, ja. Man kann doch dann offiziell mal so ein bisschen im Forum posten, wie so ein Blog-Eintrag, ja, was ist so passiert und sowas. Jetzt kommen ja die Leute, ja, die haben keine Zeit für sowas. Ja, es wäre aber mal schon mal einen Schritt weiter, um halt einfach mal den Leuten zu zeigen, was alles in so einer Entwicklung drin passiert, um den Leuten begreiflich zu machen, wie schwer das Ganze halt ist, ja, dass sich sowas halt nicht von heute auf morgen einfach so fertig entwickelt. Aber es wäre ein Schritt, einfach mal um zu zeigen, so, pass auf, hier gab es ein paar Probleme, das hat also ein bisschen länger gedauert, fertig. Da kommt doch keiner an und sagt so, ja, Lotus kann hier überhaupt nichts, so, weißt du? Und das verstehe ich wiederum an Marcel nicht. Der hat mit Omsi so viel Erfahrung gesammelt. Der weiß doch auch, wie das Ganze mit dem Vermarkten funktioniert. Der weiß das alles. Der weiß, wie das mit Steam funktioniert. Warum zum Teufel hat man damals, um einfach der Lotus-Community einfach ein bisschen was zurückzugeben, zum Beispiel nicht gesagt, so ein bisschen die Jungs ein bisschen, ich sag mal, verarschen halt so. Wir machen, ja, wer Rails auf Lotus hat, ja, der kriegt einen 15% Rabatt. Also ich lass es 5% Rabatt gewesen sein, so oder sowas, weißt? Um einfach zu zeigen, so. Okay, wenn ihr das eine habt, dann bekommt ihr das andere auch günstiger. Nein, jeder Besitzer musste wieder 40 € bezahlen halt dafür. Und da denkst du dir dann halt auch irgendwann, du bezahlst das Ganze, bezahlst, bezahlst, bezahlst und kriegst aber gefühlt einfach nichts wieder, sondern einfach nur Ablehnung, ja. Und dann natürlich die Fanboys von Lotus, ja, die sich dann so sagen, so pass auf, so geht das nicht, ja. Also du kannst nicht so Quatsch hier schreiben. Ja, wenn du sowas schreibst, dann wirst du weggebannt, halt eiskalt, ja. Oder dann halt super beleidigend, oder natürlich mit so Kommentaren wie, ja, Unreal ist ein Baukasten, oder geilste Antwort ist, finde ich immer wieder, es ist ein Tool. Es ist kein Spiel, es ist ein Tool. Schwachsinn. So eine Antworten kannst du heute nicht mehr bringen. Nach 2 Jahren kannst du so einen Mist halt einfach nicht mehr bringen, ja. Und, gut, dass jetzt so, dass jetzt hier gerade abgestürzt ist, ist natürlich fies, ja. Es zeigt natürlich mal wieder, wie das Ganze halt nicht laufen soll. Aber das ist halt alles ein Early Access. Kauf einer Early Access ist immer risikobehaftet. Ja, das muss ich hier jedes Mal sagen und das sage ich auch gerne nochmal jedes Mal. Wer eine Early Access kauft, ja, läuft der Gefahr, dass das Spiel vielleicht nie fertig wird und ein unfertiges Spiel zu Hause im Besitz hat. Es ist leider so, ich habe schon einige Titel, die Early Access waren und man einfach eine Version 1.0 rangehangen hat und dann hat man gesagt, ich bin fertig, aber das Spiel war eigentlich
noch lange nicht fertig, weil einfach noch so viele Features fehlen. Das Witzige ist, dass die Features immer noch drinstehen, aber dass sie gar nicht unterstützt sind. Ja, gut, aber so ist es halt, ja. Ich finde es halt mega schade. Wie gesagt, ich bin Besitzer von Lotus seit erster Stunde und ich war von Anfang an so gehypt von dem Ganzen drumherum. Ich bin halt ehrlich, wäre Tram Düsseldorf nicht gekommen, wäre Lotus bei mir schon längst von der Platte geflogen und ich hätte mit Lotus abgeschlossen. Aber Tram Düsseldorf hat das Ganze nochmal das Feuer in mir entfacht. Halt. Es macht halt einfach so einen Riesenspaß, mit diesen Fahrzeugen hier zu fahren, das Ganze aufzurüsten, die Soundkulisse zu lauschen. Ja, also hier muss man wirklich sagen, Tram Düsseldorf hat hier eine astreine Arbeit abgelegt, ja, und hilft dem Lotus-Simulator ungemein. Weil wenn du nur den GT6N hast und die Karte Diorama, ey, was hast denn du davon? Und dafür 40 Euro zu löhnen? Ja, also weiß ich nicht. Nehmt es mir, wie gesagt, bitte nicht übel. Ich will das Video jetzt auch gar nicht so lang machen. Ich könnte wahrscheinlich noch eine halbe Stunde ranhängen, ja, um das einfach mal irgendwie versuchen, mich mitzuteilen, halt, um einfach zu zeigen, so, Leute, so geht das nicht. Es kann so nicht mehr weitergehen mit dem Lotus-Simulator. Ich meine, es ist traurig, dass zu Weihnachten nichts kam. Es ist traurig, dass man hier so eine billige Frage stellt, so sollen wir eine halbe Karte releasen? Leute, das geht nicht. Das ist kein Marketing. Wo ist das Marketing dahinter? Da gibt's keins. Und das ist der Grund, was ich nicht verstehe, warum man das Ganze auf zwei Beinen machen will, verstehe ich komplett, weil so, wenn du die Publisher holst, die wollen natürlich Geld dafür haben, kann ich komplett verstehen. Aber dann sollen sie da auch dann jemanden ransitzen, der das eventuell übernehmen könnte. Ja, der da zum Beispiel Videos macht, der vielleicht da das Ganze drumherum sich so ein bisschen, ja, der die Community so richtig schön zusammenhält und wartet und so weiter und so fort. Da kommt nichts. Und das ist der Grund, warum ich mittlerweile bei Lotus komplett am Verzweifeln bin. Ja, dass das halt einfach nicht, dass ich, Lotus ist auf einem richtigen Weg, ja. Lotus entwickelt sich weiter, Lotus steht nicht still, ja. Aber das Ganze drumherum, das ist ein Punkt, der mich massivst wirklich nervt. Ja, und das ist halt einfach mal, muss ich das jetzt immer sagen. Auch wie gesagt, ich weiß jetzt schon, dass jetzt die Kommentare jetzt wahrscheinlich fließen werden, bis zum geht nicht mehr. Bitte bleibt, wie gesagt, sachlich. Ich bin es halt auch geblieben. Ja, ich beschuldige nicht, dass der Lotus-Simulator Quatsch ist. Wie gesagt, er wird eines Tages eine richtig tolle Simulation werden. Und Lotus wird auch nicht mehr wegzudenken sein, auch wenn jetzt gerade die ganzen Rezessionen alle super negativ sind, muss ich aber dazu sagen, dass sich das Oculus Software selbst eingefahren hat. Durch Abwesenheit von der Community, durch die komplette Abschottung durch die Community, ja, durch die Fanboys, die sich da gebildet haben, rund um Marcel und Janine. Und das Ganze führt wiederum zu riesengroßen Frust, der natürlich dann keinen Weg findet zum Entwickler, weil die Entwickler ja mit gefühlt uns Menschen, die das ganze Projekt gekauft haben, nichts zu tun haben wollen. So empfinde ich das und das ist absolut inakzeptabel. Das darf so nicht sein. So, jetzt könnt ihr gerne eure Meinung dazu jetzt einfach mal unten in die Kommentare posten, wie ihr das Ganze so seht. Seht ihr das genauso oder habt ihr zum Beispiel andere Schwachstellen, wo ihr sagen würdet, pass mal auf, das haut vielleicht auch noch nicht so ganz hin. Ja, oder sagt ihr, seid total überzeugt von Lotus, dann könnt ihr natürlich auch das reinschreiben. Ja, aber versucht halt sachlich zu bleiben, nicht zu beleidigen. Wie gesagt, ich kenne da nichts, ich hau den Bannhammer rein und dann war's das. Wie gesagt, normale Konstruktion, also so Kritik jetzt an meinen, was ich jetzt gesagt habe, lasse ich durch halt, ja. Aber sobald es halt wieder in so einen beleidigenden Punkt geht, dann wird instant weggebannt. Das sage ich auch öffentlich im Video, da könnt ihr euch nachher dann auch ausheulen, falls ihr betroffen sein solltet. Dann wird wahrscheinlich mit eurer Aussage irgendwas nicht gestimmt haben. Aber wie gesagt, das ist so das, was ich gerade an Lotus ziemlich, ziemlich nicht in Ordnung finde. Und ich bin der Meinung, wir haben mittlerweile so doch schon den Punkt erreicht, wo wir sagen können, so geht das nicht weiter. Weil ich habe mittlerweile ein schlechtes Gewissen, dass ich alle Leute ja damals zum Kauf von Lotus zugesprochen habe, gesagt habe, kauft euch Lotus, unterstützt den Entwickler. Und ich jetzt selber jetzt mitkriege, dass ich den größten Arschtritt bekommen habe. Ja. Weil ich jetzt gefühlt die Leute jetzt Geld abgeknüpft habe und wir alle jetzt hier irgendwo rumschweben, aber eigentlich gar nicht existent sind.
für den Lotus Simulator. Und das macht mich halt ziemlich traurig und enttäuscht mich dann halt auch zu massiv. Wie es halt mit Lotus weitergeht, das weiß ich nicht. Ob da jetzt nochmal irgendwie was kommt, das weiß ich auch nicht. Man schickt mir hier zwar mal irgendwelche Bilder zu und das finde ich auch ganz cool, dass man hier so Bilder zuschickt. Im Forum kursieren halt auch viele Bilder immer rum, ja, aber man veröffentlicht halt nichts, weil man ja lieber alles für sich selbst behalten möchte. Dann ist das halt so. Aber bist du schon mal mit einem Doppeldecker durch Teltow gefahren? Macht halt wenig Sinn, oder? Macht wenig Sinn. Oder mit Doppeldecker über der Landstraße. Macht viel Sinn. Gut, wie gesagt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Und ja, sind wir mal gespannt, wann wir das nächste Lotus-Video dann machen werden. Dann werden wir uns auf jeden Fall mal überraschen lassen. Allerdings, wie gesagt, irgendwas ist mit der Karte Sonnenburg. Die lief vorhin so gut. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt hier schon wieder abgestürzt ist. Keine Ahnung. Naja, Leute. Ich verabschiede mich, bedanke mich, dass ihr dabei wart. Und ja, freue mich natürlich auf eure Meinung dazu. Und dann hören wir uns dann hoffentlich zum nächsten Lotus-Video wieder. Ich verabschiede mich, bedanke mich und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.